Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel von Viktoria Köln bei Dynamo Dresden und ich begrüße recht herzlich den Viktoria-Cheftrainer Olaf Janssen. Herr Janssen, gerade erst gegen den KFC Uerdingen 1:1 gespielt. Wie waren Sie mit dem Ausgang der Partie zufrieden? Ja, es war das erwartete Kampfspiel, ein Gegner, der ja ums Überleben kämpft. Die Uerdinger haben wirklich alles in die Waagschale geworfen bis zum letzten Tropfen Benzin. Ja, das war uns vorher klar. Wir lagen zur Halbzeit 1:0 zurück und ja, da muss ich einfach sagen, die Jungs haben alles in die Waagschale geworfen, haben immer wieder versucht, haben unser Tor verteidigt, wenn es sein musste, ja, und haben dann auch, fand ich, verdient das 1:1 gemacht, haben das Spiel dann sehr gut im Griff gehabt, trotz des Platzes, wenn man den als solches bezeichnen wollte. Im letzten Drittel waren wir nicht so sauber, haben zu schnell die Entscheidung gesucht, da hatten wir dann ein paar Ballverluste im letzten Drittel, was wir in den letzten Spielen besser gemacht haben, aber ja, insgesamt muss ich sagen, bin ich mit dem Auftritt, mit der Einstellung der Mannschaft zufrieden und unterm Strich sicherlich ein gerechtes 1:1. Jetzt wartet mit Dynamo Dresden natürlich ein ganz anderes Kaliber, es geht zum Tabellenführer, auf was muss sich die Viktoria einstellen am Samstag? Ja, erstmal freue ich mich, dass ich an meine alte Wirkungsstätte zurückkehren kann. Das war meine erste Cheftrainerstelle bei Dynamo Dresden, wo ich mich trotz des Ausgangs und des Abstiegs super gerne daran erinnere. Und ja, was erwartet uns? Erwartet uns der Tabellenführer. Es sind 3 Spieltage über Schluss, das heißt, da geht es um jeden Punkt und das wird Dynamo sicherlich in die Waagschale werfen. Sie haben aus meiner Sicht eine Top-Mannschaft. Man merkte ihn auch in den letzten Spielen an, dass sie unbedingt diesen Aufstieg realisieren wollen. Und ja, ich glaube, wenn man so zurückblickt, glaube ich, erwartet uns das schwerste Spiel seit meiner Amtszeit. Aber ja, umso interessanter und umso schöner ist es. Und wir freuen uns alle auf dieses, ja, für uns schon besondere Spiel. Ist es für die Mannschaft vielleicht auch eine ganz besondere Herausforderung? Jetzt beispielsweise gegen den KFC Uerdingen war man eher in der Favoritenrolle. Gegen Dresden ist man sicherlich auf dem Papier erst einmal der Underdog. Wie schätzen Sie das ein? Na, das hat für uns nie eine Rolle gespielt. Wir sind immer ins nächste Spiel gegangen, als wenn es das letzte wäre. Das würde auch am Samstag wieder so sein. Und naja, wenn man sich die dritte Liga anguckt, ich glaube, da ist Favoritenrolle oder Underdog-Rolle relativ irrelevant. Das ist immer sehr enge Spiele, egal gegen wen man spielt. Und ja, gegen Ende der Saison sowieso, dann lösen sich diese Tabellenkonstellationen dahingehend auf, dass es immer um alles geht, mehr oder weniger. Das ist jetzt bei Dresden natürlich extrem der Fall. Und ja, also von daher glaube ich, spielt die Rolle eine untergeordnete Rolle. Und ja, ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie einfach mutig ist, dass sie sich aufs Spiel freut, ja, und das an den Tag legt, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Ich meine, wir sind seit 10 Spieltagen ungeschlagen. Und ja, wir gehen auch mit dem Ziel ins Spiel, auch im 11. Spiel nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Dennoch, die Regenerationszeit für Ihre Mannschaft ist relativ kurz. Am Mittwochabend noch in Lotte gespielt, dann die weite Anreise nach Dresden. Glauben Sie, dass das ein Nachteil sein könnte? Ja, auch das, glaube ich, wird eine untergeordnete Rolle spielen, weil Dresden ja, natürlich auch aus der Corona-Zeit rauskommt, jetzt das 4. Spiel in 2 Wochen hat. Und wir sicherlich auch, ja, eine schwierige Situation, einen Tag weniger Regeneration, die weiten Anreisen. Und von daher glaube ich auch, dass das auf Augenhöhe ist. Ich glaube nicht, dass meine Mannschaft körperlich unterlegen sein wird. Die Jungs haben in den letzten Wochen super gearbeitet. Ja, und von daher, nein, Nachteil ist es nicht. Ich glaube auch das, was die Kondition betrifft, wird sich auf Augenhöhe bewegen. Ja, vielen Dank, Olaf Janssen. Wir freuen uns also auf eine spannende Partie am Samstag und wünschen der Viktoria eine gute Anreise nach Dresden.